Hallo und willkommen zu Teil 3. Ich wünsche euch viel Spaß und gleich geht's los. So, wir starten mit den Griffen. Da arbeiten wir einen Fadenring und in diesen, auch wieder Nadelstärke 2,0. Und in diesen Fadenring arbeiten wir 7 feste Maschen. Und 7. Dann ziehen wir den Ring zu. Und jetzt arbeiten wir insgesamt 40 feste Maschen. Also 40 feste Maschen außenrum. So, nach den 40 festen Maschen arbeiten wir eine Kettmasche, eine Luftmasche, schneiden den Faden ab und ziehen ihn durch. Das war jetzt der erste Griff und der zweite Griff, der hat dann einen kleinen Bremshebel. Da arbeiten wir auch wieder 7 feste Maschen in den Fadenring, ziehen den Ring zu und arbeiten 40 feste Maschen. Dann arbeiten wir eine Kettmasche und 9 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und ab der zweiten Masche von der Nadel arbeiten wir wieder 8 Kettmaschen zurück. Und 8 und dann eine Kettmasche in die Masche, wo wir die Kettmasche schon gemacht haben, ne? Die erste. Dann eine Luftmasche und Faden abschneiden und durchziehen. So, den Draht kannst du dann am Lenker abschneiden. Ne? Und jetzt fädeln wir das, die Griffe über den Lenker drüber. Ich habe es jetzt so gemacht, dass bei mir der Griff auf der rechten Seite den Hebel hat, den Bremshebel. Du kannst ihn aber auch auf die linke Seite machen, das ist, wie du das magst. Ne? Also fädeln wir den Faden hier ein, der hier noch am Lenker ist. Und gehen dann hier durch. Und dann kann man das schön drüber ziehen. Mit ein paar Stichen festnähen. Und den Faden vernähen. Und dann kann man mit dem Faden hier vom Griff auch noch mal so ein paar Stiche, 2, 3 Stiche so rein und dann den auch vernähen. Und auf der anderen Seite dann dasselbe, ne? So sieht es jetzt aus, ne? So, jetzt kommen wir zur kleinen Klingel. Da arbeiten wir einen Fadenring mit 6 festen Maschen. Und 6. Dann ziehen wir den Ring zu.
und arbeiten. Du kannst dir ein andersfarbiges Garn anlegen oder einen Marker. Und dann arbeiten wir eine feste Masche, eine Zunahme. Und dann haben wir 9 Maschen in der Runde. Eine feste, eine Zunahme. Das wiederholen wir 3-mal. Das war die Nummer 1. Eine feste, eine Zunahme. Das war die Nummer 2. Und eine feste. Und eine Zunahme. Nummer 3. Also jetzt haben wir 9 Maschen in der Runde. Jetzt kann man den Anfangsfaden wegmachen, alles abschneiden. Und jetzt arbeiten wir eine Runde mit 9 festen Maschen, aber nur ins hintere Maschenglied. Also nicht in beide Maschenglieder, sondern nur in das hintere Maschenglied. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und 9. Und jetzt arbeiten wir eine Runde mit 9 festen Maschen drüber und die aber wieder in beide Maschenglieder. Jetzt machen wir wieder 3 Abnahmen, also wieder eine feste Masche und 2 zusammen. Das Ganze wiederholen wir 3-mal und dann haben wir wieder 6 Maschen in der Runde. Das war Nummer 1, eine feste Masche, eine Abnahme, das war Nummer 2 und ein letztes Mal eine feste Masche und eine Abnahme, das war Nummer 3. Jetzt machen wir eine Kettmasche, eine Luftmasche und dann langen Faden lassen, abschneiden und durchziehen. Und die Runde, wo wir hier ins hintere Maschenglied gearbeitet haben, da hat sich jetzt dann hier diese Kante ergeben und jetzt stopfen wir diese Klingel ganz leicht, aber wirklich nur ganz wenig, ne? Dann fädeln wir den Faden auf die Nadel. Und dann schließen wir das Loch. Und dann bringen wir die Klinge ein kleines bisschen in Form. Indem wir dann einmal nach vorne gehen, ziemlich in die Mitte und dann ein kleines Stückchen nebendran wieder zurück. Und dann ist die oben so ein bisschen flach. Ne? Kann man so erkennen. Okay, dann gehen wir mit dem Faden wieder hier durch und dann hier sind ja dann die Maschenglieder, wo wir nur ins hintere Maschenglied gearbeitet haben und da sind ja dann die vorderen Maschenglieder übrig noch und dann kannst du dir ein x-beliebiges aussuchen und da gehst du kurz vorher mit der Nadel so durch und dann ist dann hier praktisch die Schlaufe. Man muss ja auch klingeln können. Ne?
Dann holst du dir die Masche, also den Faden, und machst eine Luftmasche und arbeitest noch vier zusätzliche Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und noch eine, also 5 insgesamt. Und dann arbeitest du ab der zweiten Luftmasche wieder 4 Kettmaschen zurück. 1, 2, 3, 4. Und dann eine Kettmasche wieder in dieselbe Schlaufe, also in dasselbe Maschenglied, wo wir gestartet sind. Dann eine Luftmasche und Faden abschneiden und durchziehen. Jetzt vernähen wir den Faden noch. Und dann haben wir unser kleines Klingelchen. Und kleben wir dann später mit Heißkleber an dem Lenker dann fest. Ne? Machen wir auch alles erst später dann. Kleben wir dann so am Lenker. So, jetzt schneidest du dir eine Schlange locker 11 cm. Das gibt dann die andere Strebe am Fahrrad oben drüber. Dann machst du ein Draht rein. Hiervon soll der Draht mal mindestens 4-5 cm überstehen. Das kommt dann in den Korb mit rein vorne. Und hier hinten soll er dann auch mal 1-2 cm überstehen. Den biegen wir dann wieder so nach oben und der wird dann hier im Rahmen hereingeschoben. Das kann dann auch 1-2 cm sein. 2 habe ich jetzt da, ne? Dann biegen wir dann so hoch und dann schieben wir den dann da rein. Okay, also immer den Draht lieber ein bisschen länger lassen. Abschneiden kann man dann immer noch, als dass er dann zu kurz ist. Man müsste dann noch zusätzlichen Draht reinschieben. Ne? So, jetzt dann für den Gepäckträger hin. Da brauchen wir eine Schlange mit 24 cm. Auch wieder locker, weil das muss man dann anpassen, je nachdem kann man das dann noch einen Zentimeter oder zwei strecken oder ein bisschen zusammenschieben. Dann auch ein Draht rein. Und Anfang und Ende vernähen und abschneiden. Also brauchen wir dann nicht mehr den Faden. Ne? Das kann man dann komplett fertig machen. Und hier kann man aber den Faden noch lassen, weil da kann man dann noch mit ein paar Stricken festnähen. Also das hier 11 cm locker und das 24 cm locker. So, jetzt kannst du den Rahmen hier an der Strebe nach oben schon mal befestigen. Da gehst du dann hier unmittelbar über der Strebe da, die über den Reifen drüber ist, unmittelbar oben drüber, mit dem Draht hier so durch. Und dann mit dem Faden gerade mit ein paar Stichen festnähen. Ich habe jetzt da fast ein bisschen wenig Draht, aber das macht eigentlich nichts, weil die andere Stange, die wir jetzt hier dann ja oben drüber machen, die hat mehr Draht, um dann den Korb ein bisschen zu stabilisieren. Aber das macht nichts, weil wir kleben den dann eh hier drauf und am Lenker fest. Also das ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn der Draht bei dir ein bisschen länger ist, dann ist es ein kleiner Vorteil, aber jetzt ist kein Weltuntergang, wenn der jetzt genauso ist wie bei mir, also dass der nur minimal rausguckt, weil wenn ich dann den Rahmen in Form bringe, dann der hat ja diese 11 cm, den müssen wir dann ein bisschen strecken, dass er von Proportionen passt, also mal mindestens einen Zentimeter oder vielleicht sogar 1,5 oder 2 cm strecken,
Und dann verschwindet der Draht natürlich noch mehr. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Weltuntergang. Also dann nähen wir das hier fest. Unmittelbar über der Strebe an der Stange. Und wir nähen den Faden noch ein bisschen. Dann kann man abschneiden. Bindung. Ja, du musst das jetzt mindestens so weit zurückziehen. Das sieht man dann später, dass es dann von Proportionen passt. Aber wie gesagt, das kriegen wir alles. So, jetzt kommen wir zu der zweiten Strebe hier. Da kannst du dann hier oben den Draht reinschieben in die Strebe hier an der Stange. Ne? Hier oben drüber kannst du so einen knappen Zentimeter ungefähr Platz lassen. Und den Draht rein. Und dann mit ein paar Stichen hier mit dem Faden vernähen. Und dann hier unten machst du einen kleinen Bogen nach oben. Dann schneidest du den Draht, also der hat jetzt so circa 2 cm, den stickst du dann hier rein und lässt ihn hier drin verstecken. Ne? Er geht dann bis dahin. Und dann hast du hier so einen kleinen Bogen. Ne? Wenn du das nicht machen möchtest, kannst du auch die Stange ganz gerade machen. Das bleibt dir überlassen. Ne? Also hat er hier ein kleines bisschen so einen Schwung und dann mit dem Faden hier auch mit ein paar Stichen befestigen. Ne? Und ich brauche jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Ne? So, jetzt ist es am besten, du packst das Fahrrad schon mal auf eine Styroporplatte oder dann auf eine Pappe, wo du ja zugeschnitten hast, um jetzt zum Beispiel auch den Gepäckträger anzupassen und um halt Teile anzupassen, ist auf jeden Fall einfacher, wenn das jetzt schon mal so dasteht, wie es dann später sein soll. Ne? Also du nimmst dann praktisch die Styroporplatte oder und den Karton und stellst die Räder, dass sie 21 cm Radabstand haben. Also das heißt von Mitte zu diesem Rad, das ist jetzt bei mir hier die blaue Nadel, bis zur Mitte vom hinteren Rad, das ist auch die blaue Nadel, sollen es 21 cm sein. Beim hinteren Reifen jetzt hier, da musst du dann aufpassen, dass das Schutzblech auch schön mittig so steht. Ne? Also nicht, dass es zu weit nach unten steht und dann hier bis dahin, ne? Sondern dass das dann schön in der Waagerechten ist, dass das dann hier so in der Mitte ist. Ne? Also dann kannst du jeweils eine Stecknadel durch den Schlauch durchmachen, weil der grüne Schlauch, der ist ja recht dünn, den kannst du richtig gut durchmachen. Es geht gar nicht schwer. Und dann haben wir hier die 21 cm. Und dann kannst du mit Draht, du hast ja noch einige kleine Stücke, kannst du dann hier nochmal zur Stabilisierung, dass es auch wirklich ein bisschen stabiler steht. Ne? Hier. Ich habe jetzt dann hier noch einen großen Draht genommen, habe den hier einmal durch das Styropor durch und hier hinten dann auch nochmal, dass es ein bisschen Halt hat. Und hier habe ich gerade zwei Stecknadeln rein, also einmal hier auf die Seite und dann auf die andere, dass das hier mal erstmal da ist. Da kommt aber jetzt erst unten drunter noch der Gepäckträger, ne? Also das noch nicht festkleben. Diese Strebe soll so einigermaßen waagerecht sein. Hm? Da kann man es dann auch sehen, aus diesen 11 cm sind jetzt dann hier gute 12 oder 13 cm geworden. Ne? Ja. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass es zu kompakt ist, also zu echt zusammen, ne? Zu sehr gedrückt ist, dann kannst du das auch unten
ohne Probleme ein bisschen weitermachen. Du machst den Radabstand einen Zentimeter weiter und dann ist es ein bisschen gestreckter, ne? Also ich finde halt jetzt zu den Proportionen passt das jetzt eigentlich am besten, dass es schon ein bisschen kompakt ist, aber jetzt auch nicht zu weit der Radabstand, ne? Aber das siehst du dann. Ich meine, ein bisschen kannst du das auch sehen, ob das jetzt passt oder ob das zu gestreckt ist. Ne? Okay. Also dann haben wir jetzt mal hier schon ein bisschen Stabilität. Und dann können wir jetzt den Gepäckträger hier formen. So, jetzt kommen wir zum Gepäckträger. Also ich habe jetzt dann hier, der Draht ist ja in der Schlange drin. Dann habe ich einen Knick gemacht nach circa 5,5 cm, also so nach oben. Und dann circa nach 7 cm nochmal. Und dann so eine kleine Biegung rum. So 1,5 cm. Und dann das Ganze wieder zurück. Auch wieder hier so um die 7 cm. Und dann auch wieder hier ungefähr da, also wieder zurück, dass es so ist wie die Gegenseite, ne? Du kannst es dann bei dir nochmal individuell anpassen. Okay, und wenn man jetzt dann das ausprobiert hat, wie es hinpasst, und dann zwicken wir den Draht ab. Das kommt jetzt dann unter die Rahmenstange her drunter, ne? Also da wird dann die Rahmenstange hier drüber geklebt und hier oben wird es ein bisschen befestigt dann. Und auf der anderen Seite dann auch unter der Rahmenstange, ne? Und wichtig ist jetzt dann hier, dass der Gepäckträger so ein bisschen hier schräg nach hinten geht und dann gerade so nach vorne, ne? Dass das hier oben drüber schön gerade ist und dass er hier nach hinten, der wird dann hier hinten praktisch so ein bisschen höher, ne? Ich glaube, das kann man gut erkennen, ne? Also nicht, dass der jetzt zu steil hier hoch geht, sondern der muss schon ein bisschen lang nach hinten gehen, ne? Okay, dann kann man den Draht abzwicken. Also ich zwicke jetzt den Draht ab und dann klebe ich da Tropfenheißkleber und auf der anderen Seite und dann die Rahmenstange hier drüber auch nochmal mit dem Tropfenheißkleber und dann wird das praktisch dann so befestigt. Ne? Und auf der anderen Seite dann auch. Ne? Ich mache das jetzt und dann. So, dann kannst du hier oben noch einen kleinen Tropfen Heißkleber ranmachen. Zum Sitz hier, also diese Stange hier, sind circa 3 cm Platz, ne? Also das hier 2,5-3 cm. Dann kannst du hier noch einen Tropfen Heißkleber drauf machen, auf beiden Seiten dann und hier auch noch unten drunter das verbinden dann praktisch, dass das dann alles ein bisschen stabiler ist, ne? Okay, und schön miteinander verbunden ist. Okay. Und dann war es das jetzt mit diesem Teil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Über ein Like würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Teil. Tschüss.